Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Heute gibt es wieder eine Mitklopfrunde und zwar zum Thema Widerstand auflösen. Das war ein Wunsch unter einem Video, ich glaube es war das Video über Widerstände, diese Zehnerliste. Da hatte sich jemand gewünscht, dazu mal eine Mitklopfrunde zu machen und das machen wir jetzt. Du kannst, wenn du das noch nie gemacht hast, dir gerne nochmal das EFT-Tutorial angucken. Das verlinke ich dir jetzt da oben in der Ecke. Da erkläre ich genau, was ist eigentlich dieses Klopfen, wie funktioniert das, wo liegen die Klopfpunkte. Wenn du einfach mitmachen möchtest, geht das natürlich auch. Du machst einfach das, was ich mache. Du klopfst an der gleichen Stelle bei dir die Punkte, sprichst mir meine Sätze nach. Ich lasse da immer eine Lücke und dann guck einfach mal, was es mit dir macht. Also es geht ums Thema Widerstände. Zum Beispiel, es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, worum es da jetzt gehen könnte. Wir nehmen jetzt einfach mal den Widerstand gegen das, was ist. Ja? Also, dass du jetzt gerade in einer Depression bist oder dass du Angst hast, dass du Unruhe hast, dass du Körpersymptome hast, dass da sonst was für Probleme in deinem Leben sind, die du jetzt nicht mal eben auf die Schnelle ändern kannst und wo man dir sagt, dass du sollst das jetzt akzeptieren. Spür mal rein, was es mit dir macht. Also, wenn ich jetzt sage, akzeptiere doch einfach deinen Zustand, egal wie scheiße der ist, einfach akzeptieren. Kommt da so ein Widerstand in dir hoch? Das ist genau das, was wir jetzt beklopfen wollen. Ja, dass da, wir provozieren das jetzt so ein bisschen, zum Beispiel auch durch positive Affirmationen, indem wir einfach mal sagen, ich bin ein wundervoller Mensch. Was wäre, wenn ich ein großartiger, wundervoller Mensch bin? Was wäre, wenn das nur eine Wahl ist, ob ich depressiv sein möchte oder nicht? Was wäre, wenn ich das ganz einfach ändern kann? Ja, durch solche provokativen Triggersätze holen wir das jetzt aus deinem untersten Inneren hoch und du spürst jetzt mal bei dir, was es mit dir macht. Wie fühlt sich dieser Widerstand an? Das kann doch gar nicht sein. So einfach ist das doch nicht. Ich kann das aber nicht akzeptieren. Manchmal kommt dann auch so ein bockiges inneres Kind in dir hoch und sagt, nein, ich akzeptiere diesen Scheiß nicht. Ich will nicht für immer depressiv bleiben. Fühl dich einfach mal gerade in dieses Gefühl rein und dann legen wir los. Sprich mir einfach nach. Auch wenn ich einen Riesenwiderstand in mir habe, bin ich okay, so wie ich bin. Auch wenn ich meine Situation nicht akzeptieren kann und dazu auch nicht bereit bin, liebe und akzeptiere ich mich einfach trotzdem. Auch wenn ich mich nicht lieben und akzeptieren kann, in dieser Situation sage ich es einfach trotzdem. Ich sage es nur zum Üben. Ich liebe und akzeptiere mich auch mit meinem Widerstand. Ich kann das einfach nicht akzeptieren. Diese Situation jetzt gerade, die ist so furchtbar. Wie soll ich das jemals akzeptieren? Und dann soll ich mich auch noch lieben. Geht gar nicht. Ich liebe mich nicht. Und ich akzeptiere schon gar nicht, dass ich in dieser blöden Depression drin hänge. Ich bin voll im Widerstand. Ich bin voll im Widerstand. Ich kämpfe bis aufs Blut dagegen an. Ich will das, was da jetzt ist, nicht haben. Und ich merke, es ist verdammt anstrengend, im Widerstand zu sein. Einmal durchatmen. Nächste Runde wieder an der Handkante. Auch wenn ich immer noch im Widerstand bin, bin ich okay. Und ich merke auch, dass Widerstand sich nicht gut anfühlt. Ist verdammt anstrengend. Und ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit, dass ich meinen Widerstand auch loslassen kann. Wie würde sich das anfühlen, wenn ich meinen Widerstand einfach loslasse? Wenn ich einfach akzeptiere, dass es mir gerade schlecht geht. Ich kann das nicht. Ich kann doch nicht einfach akzeptieren, was da jetzt gerade ist. Oder was da in meinem Leben gerade passiert ist.
Pastor, was ich da für Probleme habe und für Schwierigkeiten. Ich kann das nicht akzeptieren. Außer ich kann es doch. Was wäre, wenn ich einen Teil von meinem Widerstand schon mal loslassen könnte? Was wäre, wenn ich 1% schon mal loslassen könnte? Oder vielleicht noch ein paar Prozente mehr. Schau mal, wie viel bei dir geht. 1% von meinem Widerstand könnte ich loslassen. Und das mache ich jetzt. Ich lasse jetzt einen Teil von meinem Widerstand schon mal los. Zu 1% bin ich bereit zu akzeptieren, was ist. Zu 1% lasse ich jetzt los. Es ist jetzt, wie es ist. 99% kann ich ja noch behalten. Den anderen Teil von meinem Widerstand, den behalte ich erstmal. Vielleicht brauche ich den ja noch für irgendwas. Ich muss doch im Widerstand bleiben. Ich muss doch kämpfen. Das habe ich schon ziemlich früh gelernt. Ich muss immer kämpfen. Ich muss gegen alles ankämpfen, was mir nicht gefällt im Leben. Und auch das ist so anstrengend. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr kämpfen müssen. Ich bin total kaputt von diesen vielen Kämpfen. Ich will nicht mehr kämpfen. Und ich lasse jetzt los. Ich lasse meinen Widerstand los. All diese Anspannung in mir, die darf jetzt abfließen. Ich entscheide mich neu. Ich entscheide mich für Liebe statt Kampf. Ich entscheide mich dafür, mich so zu lieben und zu akzeptieren, wie ich jetzt gerade bin. Auch mit meinem Widerstand. Und auch ohne meinen Widerstand. Vielleicht brauche ich den gar nicht mehr. Vielleicht brauche ich ihn doch noch ein bisschen. Es fühlt sich noch ein bisschen sicher an, zu kämpfen. Sonst habe ich das Gefühl, total zu versumpfen, wenn ich nicht mehr kämpfe. Und das darf nicht passieren, das muss ich verhindern. Ein bisschen Widerstand brauche ich noch. Vielleicht gibt es mir auch ein bisschen Kraft. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es nur ein Gedanke, dass ich meinen Widerstand noch brauche. Was wäre, wenn ich ihn loslassen könnte? Ich bin jetzt bereit, so viel Widerstand loszulassen, wie es mir jetzt gerade möglich ist und wie es sich gut anfühlt. Und den Rest vom Widerstand kann ich ja erstmal noch behalten. Oder ihn beim nächsten Mal loslassen. Und ich merke, es fühlt sich schon viel entspannter an. Ich darf jetzt loslassen. Ich darf mich jetzt entspannen. Nochmal tief durchatmen. Und jetzt spür mal rein, wie ist es jetzt? Wie hoch ist jetzt dein Stresswert zwischen 0 und 10? Und was ist mit dir passiert? Ist da irgendwas hochgekommen? Oder, ja, also du kannst diese Art von Klopfen auch einfach mal für dich alleine machen und einfach mal gucken, dass du genau dann
wieder auf die andere Seite schwenkst, wenn sie dir hochkommt. Ja? Also was wir hier machen, ist im Grunde Ping-Pong-Klopfen, so nennen wir das, dass du diese zwei Seiten abwechselnd immer wieder benennst. Die eine Seite, aber ich muss doch in meinem Widerstand bleiben. Und die andere Seite, ne, ich will nicht mehr, ich will es loslassen. Ja? Und wenn du, also das ist ein Spiel mit Gas und Bremse im Grunde. Du provozierst deinen Widerstand hochzukommen, indem du sagst, ich lasse das jetzt los. Dann kommt automatisch von unten die Reaktion, nein, ich muss meinen Widerstand behalten. Dann benennst du den, dann kriegt der ein bisschen Aufmerksamkeit. Und so lange, bis du denkst, oh, nee, will ich eigentlich doch nicht mehr. Und dann kommt wieder die andere Seite. Ja? Das ist mit Ping-Pong-Klopfen gemeint. Und dadurch weichen wir diese Glaubenssätze auf und dadurch weichen wir den Widerstand auf, ohne ihn zu brechen. Das ist nämlich ganz entscheidend. Dass du deinen Widerstand loswerden willst, ist irgendwie klar. Dass du ihn behalten willst, auch. Aber wir dürfen ihn nicht brechen. Das wäre nicht heilsam. Ja? Wir heilen durch Liebe. Dadurch, dass beide Streithähne sozusagen gleichermaßen immer abwechselnd unsere Liebe und unsere Aufmerksamkeit bekommen. Und dadurch kann sich das ganze System entspannen und dadurch kannst du deinen Widerstand loslassen. Und wichtig ist auch, dir das aufzuteilen in diese Prozente, ja, dass du, dein System wäre damit überfordert, 100% Widerstand sofort loszulassen, weil das wäre ja, fühlt sich irgendwie gefährlich an. Ja, du brauchst ja deinen Widerstand gefühlt am Anfang noch. So, deswegen nimm so viel Prozent, wie du gefühlt jetzt schon abgeben kannst. Und dann beobachte dich, wie sich dein System entspannt. Das erlebe ich immer, immer wieder bei meinen Klienten. Sobald sie ihren Widerstand auch nur 1% loslassen, fängt das System an, sich zu entspannen. Und Symptome werden schwächer und was weiß ich. Probier das gerne mal aus und schreib mir in die Kommentare, wie das für dich war. Ob du da für dich was mit anfangen konntest, ob das auf deine Situation gepasst hat oder wie du es vielleicht für dich noch abgewandelt hast, sodass es auf dich besser passt. Und da bin ich sehr gespannt auf eure Erfahrungen. Du darfst natürlich dieses Video auch gerne liken, meinen Kanal abonnieren und das Video weiterleiten an Menschen, wo du das Gefühl hast, die könnten das auch gebrauchen. Da freue ich mich immer sehr. Und wenn du mal mit mir persönlich in einer Einzelsession klopfen möchtest, dann ist das natürlich viel effektiver, weil ich mir Sätze ausdenken kann, die genau auf dich und deine Situation passen. Ja, und wir dann natürlich auch, je nachdem, was deine Reaktion ist, können wir dann direkt darauf eingehen, interaktiv. Das hat natürlich noch einen viel besseren, lösenderen Effekt. Und wenn du das gerne ausprobieren möchtest, dann buch dir einfach mal eine einzelne Session mit mir und dann probier mal aus, ob dir das gut tut. Ja? Du findest meinen Online-Kalender unter www.terminland.de/seelenklopfen und kannst dir auch gerne ein kostenloses Vorgespräch buchen und dann sprechen wir mal drüber und gucken, ob ich dir helfen kann. Also ihr Lieben, macht es gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.